Leute, willkommen hier zu einer Bundesliga Draft Challenge auf meinem Kanal. Heute gibt es keine Würfel Draft Challenge, sondern ein ganz normales Draft, Leute. Kein Blind, kein Würfel, kein sonst was, sondern ein ganz normales Team, was ich hier aus diesen 11 Stickertütchen zusammenstellen werde, Leute. Jede Position, ich darf am Ende so oft tauschen, wie ich halt richtige Positionen habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier als ersten Spieler Jens Lehmann ziehe und der im Kasten steht, ist es schon mal die erste richtige Position. Ich habe einfach Lust, mal ganz normal, ohne irgendwie irgendwelche anderen Dinge, ein Team zusammenzustellen. Gab es schon lange nicht, ein ganz normales Draft, Leute. Let's go, wir starten rein ins erste Tütchen und ich spiele heute mal in einer Dreierkette, Leute. Eine sehr offensive Formation, 3-4-3. Das heißt, Dreierkette, drei Endverteidiger, einen linken Mittelfeldspieler, zwei Zentralen, rechter Mittelfeldspieler, linker Flügel, rechter Flügel und ein Stürmer. Und wir beginnen natürlich hinten drin mit dem Keeper. Und wir ziehen als erstes Jiri Steiner. Alles klar, Jermaine Jones. Dann haben wir Passanen, Fenin und Sanchez. Eieieiei. Ich nehme hier für Lukas Sieber Jiri Steiner, nicht? Ja, zack, zack. Den muss ich aber irgendwie ins zentrale Mittelfeld bekommen. Den Hannoveraner. So, erster Innenverteidiger. Natürlich ist es doof, dass wir hier immer nur 5 Sticker drin haben. Und auch von den 5 Stickern ist immer einer ein großer Sticker dabei. Und der ist meistens eigentlich kein Spieler. Hier hatten wir Glück, dass es Jiri Steiner ist. So, Tymoszczuk, Michael Bradley, Pliat Zigas. Und Toni Kroos, Leute, schaut euch mal Toni Kroos an hier von Leverkusen, von der Werkself. Der muss auch hier mit rein. Also, komme was wolle, Toni Kroos muss in der Aufstellung stehen. Natürlich wäre es am besten, wenn er hier im Mittelfeld steht, im Zentralen. Also, ich muss jetzt hier richtige Positionen mitnehmen. Komm, let's go. Am besten ein Innenverteidiger. Nelson Valdez, Grafitsch, Osorio, McKenna. Leute, ich nehme Grafitsch mit. Was wird das für ein geiles Team? Also, von den Spielern her. Von den Spielern her ist das Team richtig nice bis dato. Aber ich muss die Spieler noch auf die richtige Position stellen. Und das wird gar nicht so einfach, sage ich mal. Ne? Ich bin gespannt. Nächster Innenverteidiger, letzter Innenverteidiger. Und jetzt muss doch endlich mal ein Innenverteidiger hier kommen. Serdar Tusky, sehr gut. Nikolov und Derdiok. Ich nehme safe Serdar Tusky mit hier. Das ist die erste richtige Position und jetzt darf ich schon mal einmal tauschen und kann zumindest schon mal beispielsweise Toni Kroos ins Mittelfeld stellen. So, linker Mittelfelder. Und da ziehen wir einen Mario Gomez, ey. Leute, die Sticker sind geil. Man zieht hier solche Granaten, solche Legenden. Und Michael Suell kann man durchaus durchgehen lassen als linker Mittelfeldspieler, ne? Michael Suell. Ja, komm Leute, den nehmen wir mit von der TSG. Und das ist auch die richtige, nächste richtige Position. Den kann man durchgehen lassen, Leute. Ich weiß, der ist eher so noch mehr offensiv. Aber linker Mittelfelder ist auch... Kann man durchgehen lassen, sagen wir es so. Sagen wir es einfach so. Zentraler Mittelfeldspieler, da müsste ich jetzt einen Innenverteidiger bekommen. Das wäre am besten. Und Mike Franz, sehr geil. Weil den stelle ich dann nach hinten für Toni Kroos. Bam, Mike Franz, perfekt. Besser hätte es nicht laufen können, Leute. Es läuft gut. Zwei richtige Positionen. Ich darf schon mit zweimal tauschen. Und für Jiri Steiner bräuchte ich jetzt am besten einen Keeper. Und wenn ich das hier sehe, Leute. Trikots. Logo. Forza und Logo. Ja, ich stärke nochmal ein bisschen die Defensive. Forza ist Innenverteidiger. Forza ist hinten als Innenverteidiger eigentlich gesetzt. So. Aber zentraler Mittelfeldspieler ist keine richtige Position, Leute. Keine Angst haben, ist keine richtige Position. Aber den würde ich halt ungern jetzt mit Jiri Steiner tauschen. Am besten, Steiner würde auch noch im rechten Mittelfeld gehen. Dafür bräuchte ich jetzt aber einen Torhüter, Leute. Ich brauche einen Torhüter, weil wenn ich keinen Torhüter habe im Team, ist das Team schon mal, dann müsste es eigentlich schon safe 5 Minuspunkte geben. Der Bucklige, Oliver Neville, Dedic, Pinola und Staltery. Alles klar. Ich kann auch nicht Jiri Steiner als... Och, das gibt's doch nicht. Ja, ich nehme Pinola mit. Ich nehme Pinola mit und das ist die nächste richtige Position, weil Pinola ist so im rechten Mittelfeld, linker Mittelfelder aktiv gewesen damals und deswegen
Ja, ist das die nächste richtige Position? Das ist die dritte Position. Das heißt, ich darf schon mal dreimal tauschen. Aber das heißt jetzt auch, ich muss auf jeden Fall einen Innenverteidiger für Grafic noch bekommen, dass ich da Grafic nach vorne bringen kann. Und ich brauche jetzt im linken Flügel oder im rechten Flügel einen Keeper, dass dann Jiri Steiner rauskommt aus den Kasten. Also, jetzt ist es wichtig, einen Keeper zu ziehen. DD. Leute, man zieht hier so geile Spieler, ne? C. Roberto. Ein Dembaba. Ein Markus Vollner und ein Liboropoulos. Alles klar. Ja, ich nehme Dembaba mit als linker Flügelspieler. Was anderes bleibt mir jetzt nicht übrig. Der harmoniert wenigstens noch gut mit Mike Usuelda. Aber Dembaba eher als Stoßstürmer vorne drin und nicht als linker Flügelspieler eigentlich. Also keine richtige Position. Definitiv nicht, aber hätte durchaus schlechter laufen können. Fromlowitz, nein. Ich brauche einen Verteidiger jetzt. Lustenberger. Sehr gut. Fabian Lustenberger ist hier nochmal ein Hertaner dann im Team. Und der wird natürlich mit Grafitsch getauscht. Und jetzt, Leute, ich brauche dieses Tütchen ist so wichtig. Ich hatte jetzt zwar ein paar Torhüter gezogen mit René Adler, aber ich tausche doch nicht Steiner als Stürmer vorne, Leute. Das mache ich nicht. Ich brauche jetzt einen Keeper. Jetzt, genau jetzt, Marco Reus, Dennis Aogo, Köhler und Chinedu Obasi. Es ist kein Keeper dabei, deswegen nehme ich Marco Reus mit dazu. Also auf jeden Fall eine geile Formation. Und ich muss jetzt Jiri Steiner als Keeper spielen lassen. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Also, ich habe eine Position. Ja, Reus als rechter Flügelspieler kann man eigentlich auch durchgehen lassen. Also dreimal tauschen darf ich. Ich sag mal dreimal tauschen, weil Mike Usuel, Pinola, Reus, so halbe richtige Position. Deswegen, ich darf dreimal tauschen, Leute. Dreimal tauschen, definitiv hier Grafitsch in den Sturm. Und der Sturm gefällt mir sowas von gut, Leute. Mit Dembaba, Grafitsch und Marco Reus. Dann Toni Kroos als Mittelfelder ins Mittelfeld natürlich für Forza, Leute. Ich mach lieber Forza, dann haben wir hier so eine Hoffenheim-Achse links. Mit Forza, mit Mike Usuel und Dembaba. Und mehr muss ich jetzt auch nicht tauschen. Was anderes? Nö, was anderes brauche ich gar nicht, Leute. Ich habe nur zweimal getauscht. Das war es auf jeden Fall von der heutigen Bundesliga Draft Challenge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.